Eine Woche nach den Ereignissen um Jelena in Rays okkulten Buchladen. Ah, da seid ihr ja. Sorry für die Verspätung, Ray. Das verdammte miasmatische Phantom wollte und wollte sich nicht einfangen lassen. Dabei hat es einige interessante Formen angenommen. Das hättest du sehen. Nein, das hätte er nicht sehen sollen. Hey Leute, schön euch zu sehen. Hey Lena. Mrs. Tully. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Sagen Sie ruhig Lena zu mir, Dr. Spengler. Oder Hoppelhäschen. Das ist mein Spitzname. Verstehe, Mrs. Tully. Lena macht große Fortschritte. Sie könnte den Laden eines Tages übernehmen, wenn ich einmal nicht mehr bin. Bin gespannt drauf. Ray, du wirst wohl noch eine ganze Weile leben. Nicht zwangsläufig, Winston. Wahrscheinlich sind wir alle relativ bald tot. Wie bitte? Na, du musst dir keine Sorgen machen. All unsere bisherigen Forschungen weisen darauf hin, dass das Leben nur Teil einer wesentlich umfassenderen Existenz ist. Ja, und falls wir nach unserem Tod wirklich einfach nur tot sind, dann tröstet es doch, dass unser Dasein für das Universum völlig wurscht ist. Cool. Ihr seid allesamt nicht ganz dicht. Wo steckt Venkman denn? Wahrscheinlich hält er wieder irgendwo eine Wahlkampfrede oder gefällt sich anderweitig. Meine Stimme bekommt Peter auf jeden Fall. Ich finde es so toll, wie er sich für die Stadt ins Zeug legt. Über was wollten wir denn reden? Wisst ihr, ich habe mir da auch ein paar Gedanken gemacht. Und ich finde, Peter sollte mich zur Ministerin für Gleichberechtigung machen und so. Was meint ihr? Recht so, Lena. Wie ihr wisst, verzeichnen wir nach der Zerstörung des Shandor-Mandala einen rapiden Anstieg übernatürlicher Frequenzen im Bereich in und um Manhattan. Es spukt und gruselt und heult und krächzt. Überall. Danke für die atmosphärische Unterstreichung, Lena. Ja, es spukt und jault und kratzt und faucht. Aus, Ray. Och. All dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Energiespeisung des Mandala, die zur Übernahme der Welt durch böse Geister hätte führen sollen, bereits eingeleitet war. Zwar haben wir die Pipeline quasi noch rechtzeitig ausgebremst und abgeschnitten, aber es sind dennoch unzählige Geister ins Diesseits, ja, wie soll man sagen, geflutscht. Und die beanspruchen jetzt ihren Platz. Nein, sagt nichts. Die haben uns jetzt auf dem Kieker, weil wir ihnen die Suppe versalzen haben, richtig? Richtig. Lena, kannst du dich um den Kunden kümmern? Na klar, wie Klärchen, Ray. Hallihallo, guter Mann. Willkommen in Rays Occultic Books, wo Sie alles finden, was das Herz begehrt. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Ihnen etwas anbieten, Dr. Stance. Oh, ich bin gar nicht Dr. Stance. Sie können mich Lena nennen. Ich habe normalerweise auch ein Namensschild, aber das Top hat so einen großen Ausschnitt. Und den Namen auf den Rücken zu pinnen, wäre ja echt albern. Ich bin schließlich keine Footballerin. Aber ich war mal bei den Cheerleadern. 1, 2, Heulerei. Gewinnt ihr nicht, gibt's Heulerei. Ups, nichts passiert. Jedenfalls musste ich es aufgeben wegen meines Studiums der Kryptozoologie. Das frisst echt Zeit, wissen Sie? Ja, ich weiß. Ach so, aber warum haben Sie mich dann mit Dr. Stance verwechselt? Kommst du zurecht, Lena? Wer ist es denn? Ach, ein netter, etwas dummer Mann. Aber ich werde das Kind schon schaukeln, hä? Es geht also nur darum, die Augen aufzuhalten. Eine Menge Geister könnten richtig, richtig stinkig auf uns sein, Winston. Die gewohnten Prämissen müssen jetzt nicht zwangsläufig verbogen werden. Doch wir sollten Vorsicht walten lassen und das bedeutet... Keiner von uns verlässt die Feuerwache ohne Protonenpack. Auch privat nicht? Privat schon gar nicht. Die Dinger wiegen 20 Kilo. Ich bin raus. Aber Winston... Keine Chance. Na, damit habe ich nicht gerechnet. Was machen wir denn jetzt, Egon? Ja, selbstverständlich sterben, Raymond. Oh, ja? Och. Naja, eigentlich kaufen wir nur Sachen, die Dr. Stance über seine höchst eigenprivaten Kontakte ausmacht. Aber was ist es denn? Ich empfinde spontanen Brechreiz. Was ist denn das? Das ist der Kopf des Anubis. Er besitzt magische Kräfte. Ray, magst du einen Ananaskopf? Bitte? Ja, ja, du machst das großartig, Lena. Okay, was wollen Sie dafür? Bringen Sie den Kopf, Dr. Stance. Mit diesen Worten drehte der Kauz sich um und verließ den Laden.
Wie wir wissen, verbergen sich paranormale Mächte oft genau dort, wo man sie nicht erwartet. Deshalb sollten wir niemandem trauen. Egan und ich empfehlen, dass wir von nun an für eine Weile alle Menschen mit einem PKE-Meter scannen, auf die wir treffen. Macht Sinn. Dann kann uns wirklich nichts passieren. Hier, Ray. Deine Rübe. Oh nein! Der Kopf des Anubis! Warte raus aus dem Haus! Geschockt macht Ray einen Satz zurück. Egan wollte es ihm gleich tun. Winston konnte nicht mehr reagieren, ihn erwischte es zuerst. Ein gleißendes Licht, ausgehend von dem kleinen Schrumpfkopf, hüllte ihn ein. Er sah, wie es auch Ray und Egan erreichte, regelrecht umschlangen. Blitze zischten durch den Raum, der füllte ihn... Hey Junge, geht das hier mal vorwärts oder was? Du stehst da ja wie gefroren. Was? Wieso? Wo bin ich? Das ist eine Waschstraße. Eine Waschstraße für Autos. Du bist ja ein ganz Schlauer. Was ist jetzt? Kommst du mal in die Gänge? Ich habe noch Termine. Guck dir mal an, wie die Kiste aussieht, verdammt. Gut, gut. Reiß dich zusammen, Winston. Da ist mal wieder etwas katastrophal schiefgelaufen. Ich muss nur Egan und... Ja, was hast du denn? Geht das mal weiter hier? Meine Hände sind weiß. Gucken Sie nur, meine Hände, sie sind weiß. Und der Rest von dir auch. Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Hier ist etwas ganz gehörig schiefgelaufen. Ich glaub fast, du bist schiefgelaufen. Was ist jetzt? Soll ich mich erst beschweren? Wo bin ich? Was? Bin ich noch in Manhattan? Das sieht mir hier so fremd aus. Wie weit ist es noch bis zu Northmoor Street? Also langsam reicht es. Willst du mich für dumm verkaufen, Junge? Ich weiß nicht. Will ich? Mist, ich muss Egan Ray finden. Hey, bleibst du wohl hier, Junge? Junge! Mann, sowas hab ich ja noch nicht erlebt. Da klingt die Uhr in der Zentrale vielleicht eher wie ein Autoblinker und der Regen draußen eher wie eine Badezimmerdusche. Naja, das sind ja alles Fanhörspiele. Aber die Story ist doch toll, oder? Jetzt pass mal auf. Ich habe mir ein paar ganz tolle Konzepte für neue Folgen ausgedacht. Du musst mir aber versprechen, die Cover zu zeichnen. Ach, Timo. Du sitzt bestimmt in 10 Jahren immer noch im Keller und machst Ghostbusters-Hörspiele. Ja, toll, oder? Das ist so tragisch. Heißt das jetzt, du zeichnest das Cover für die nächste Folge, oder nicht? Ich muss in nächster Zeit ganz viel freistellen. Egan! Was ist passiert? Wo sind wir? Faszinierend. Eben waren wir doch noch in deiner Buchhandlung. Und nun? Wie siehst du denn aus? Selbiges könnte ich dich fragen. Das ist ein Einkaufszentrum. Wahrscheinlich aus den 90ern. Sieht aus wie eine Zahnarztpraxis. Meine erste Vermutung wäre, dass wir durch die Magie des Anubis-Schädels eine Geistreise in eine alternative Welt gemacht haben, wo unsere Seelen in die Körper anderer Menschen transportiert wurden. Da bin ich Team Egan, Egan. Hast du einen Ausweis bei dir? Ja, Augenblick. Hier. Ach je. Was denn? Ich bin Deutscher und Augenblick. Guten Tag. Grüß Gott. Oh oh. Wir sprechen Deutsch. Dabei kann ich gar kein Deutsch. Interessant. Entsetzlich. Das außerdem. Aber du trägst ein T-Shirt mit unserem Logo. Tatsächlich. Was das wohl zu bedeuten hat? Sehr unelegant. Das ist ein Mobiltelefon, Egan. Mobiltelefon? Ich muss mich doch sehr über mich wundern. Willst du nicht rangehen? Das könnte einen Hinweis darauf geben, was passiert ist. Du hast recht, Ray. Warte. Grüß Gott. Hi, na, alles klar? Ja, im Rahmen der gegebenen Parameter. Okay, das heißt jetzt, gut. Janine, bist du das? Es ist Janine. Okay, Timo. Alles in Ordnung bei dir? Aber wo wir gerade beim Thema sind. Ich kenne hier einen, der möchte unbedingt mal in die Ghostbusters-Folge reinhören. Und da dachte ich, ich rufe dich an und frage, ob ich 1, 2 haben kann. Ist es wirklich Janine? Ja, ich bin's wirklich. Ja, und was jetzt mit den Folgen? Janine, wir wurden sehr wahrscheinlich Opfer einer Seelenwanderung in eine alternative Realität. Es ist von immenser Wichtigkeit, dass wir sofort ein Teamtreffen auf die Beine stellen. Alles klar, dann mach mal und ruf mich an und sag mir Bescheid. Und? Sag schon. Ich habe eine Vermutung. Hey Leute, entschuldigt mich, ich habe euch ein paar Minuten zugehört. Seid ihr nicht die Ghostbusters? Ja doch, da kennt uns doch noch jemand. Ich liebe eure Hörspiele, die sind richtig toll. Gut gemacht, echt. Ja, das bestätigt meine Annahme. Du meinst doch wohl nicht etwa... Raymond, der Kopf des Anubis, hat uns in diese parallele Realität transportiert, in der unser Leben nicht mehr ist als ein Kunstprodukt. Hörspiele, wenn ich alle Fragmente richtig deute. Heilige Katastrophe! Ihr seid so hardcore, Leute. Lauft ihr immer so in Character durch die Gegend? Egan? Ja, sehen Sie mein Shirt? Ghostbusters the Video Game. Abgefahren. Naja, ich wollte euch nur sagen, dass ich euch total geil finde.
Hat die Bianca eigentlich einen Freund? Wer? Hörspiele, Igen. Der meint sicher eine Sprecherin, die jemand von uns darstellt oder so. Ja, du hast recht. Hier nehmen Sie mein Mobiltelefon. In seinem Speicher werden Sie sicher alle Nummern finden, für die Sie sich interessieren. Der Wahnsinn! Vielen Dank! Ob das eine gute Idee war? Diese Welt hat uns nicht zu interessieren, Ray. Wir müssen umgehend Winston und Peter ausmachen, um in unsere Dimension zurückzukehren. Vielleicht finden wir Hinweise im Internet. Gute Idee. Ghostbusters, die Geisterjäger, ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Fantasy-Komödie aus dem Jahr 1984 vom Regisseur Ivan Reitman? Was? Was ist das denn für ein Unsinn? Was soll das schon sein, Dennis? Das ist ein Wikipedia-Eintrag und kein besonders gut geschriebener. Der Autor nennt sich Ektosack und... Aber das ist völlig egal. Ich muss wissen, was hier vor sich geht. Und zwar bevor diese Frau merkt, dass ich nicht ihr Mann bin. Du kommst mir heute ganz anders vor, Dennis. Als wärst du nicht du selbst. Verdammt. Ich muss noch etwas besorgen. Wo hängt denn der Autoschlüssel? Du? Na, wo er immer hängt. Natürlich, wo auch sonst. Ich sollte... Augenblick, was ist das denn? Wie meinst du das? Das sind eure Ghostbusters-Hörspiele. Unsere Hörspiele? Ja, eure Hörspiele. Du fährst doch immer hoch zu den anderen Kindsköpfen und dann macht ihr diese Dinger. Schnell, du! Du musst mir sagen, wohin ich fahre und wer diese Kindsköpfe sind. Nun sag doch schon. Geht es dir nicht gut, Schatz? Ich bin nicht Schatz und ich kenne keinen Dennis. Mein Name ist Winston Sedmore und das hier ist irgendein Fluch, Zauber, Unfall. Egan und Ray werden es dir schon erklären. Du machst mir Angst. Dafür gibt es keinen Grund. Wo hängen meine Autoschlüssel und wo will ich hin? Nach Frankfurt? Genau. Und zu wem? Zu Timo. Timo Blaustein. Ja, ausgezeichnet, Liebe. Das war doch alles nur ein Witz. Ein Späßchen. Keine Sorge. Mir geht es gut. Ich heiße auch nicht Winston, sondern Daniel. Dennis. So auch. Ich muss raus. Die Route ist ja sicherlich im Navi, oder? Sowas. Gut, dass diese Menschen, in denen wir gelandet sind, alle Telefone haben. Sonst hätte ich euch bestimmt nie gefunden, Jungs. Übrigens, schick, schick, Egan. Du trägst deine Haare wieder dunkel? Es hat den Anschein. Du trägst deine Haut hell, Winston. Ja, wie es scheint. Was ist mit uns passiert? Wo sind wir gelandet? Wir sind Hörspielfiguren, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Der Kopf des Anubis hat im Buchladen höchstwahrscheinlich einen Riss im Kontinuum erzeugt, durch den wir in unsere Gegenstücke in dieser Paralleldimension hineinversetzt wurden. Und unsere Gegenstücke, so scheint es, sind diese sehr ungebildeten Nichtsnutzer, die unsere bedeutungsvollen wissenschaftlichen Arbeiten in Form alberner Hörspielereien verschandeln. Und wie? Ich war im Internet auf dieser Seite. www.ghostbusters.dems. Dort konnte ich alle Folgen einsehen. Das ist unheimlich. Alles, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Der Werwolf, der Ecto 1 zerlegt hat. Astorat, die Zombieplage auf Sams Farm. Das Gosa-Mandala. Jelenas Ende. Dr. Finkenheims Insel. Das war übrigens deine Geschichte, Ray. Ach, echt? Ja, der Typ, in den du steckst, fand früher Thundercats ganz toll. Wirklich? Flott, ich auch. Wow. Der Rest der Geschichte stammt mit einer Ausnahme von Egans Wirt. Ja, dieser Mensch scheint mir nicht allzu viele soziale Kontakte zu pflegen, wenn er sein Wohl in zumindest für ihn imaginären alternativen Realitäten sucht. Na, das bist doch du, Spanks. Naja. Ist das hier eine echte andere Welt oder eine Traumwelt? Auch eine Traumwelt kann echt sein, Winston. Wer will das beurteilen? Diese Realität existiert wie unsere. Es ist allerdings möglich, dass sie erst durch den Zauber im Buchladen entstanden ist. Für die Menschen, die sich darin bewegen, ist sie aber so selbstverständlich und so ewig alt wie unsere. Also fast alles dasselbe in Grün, nur dass die Geisterjäger hier ausgedachte Figuren sind. Toll. Ja, trostlos und traurig. Ja, und vorsintflutlich vom Standpunkt eines Paraforschers betrachtet. Was wohl mit dem Bewusstsein unserer Wirte passiert? Ob sie Schaden nehmen? Ja, höchstwahrscheinlich sind sie nach wie vor da, aber überdeckt durch uns. Es ist vergleichbar mit geisterhafter Besessenheit, nur dass in diesem Fall wir die Besitzergreifer sind. Und wie in drei Teufelsnamen kommen wir hier je wieder raus? Ich habe zu Hause eine Frau sitzen. Ich meine, die ist wirklich nett und alles, aber ich spreche sie ständig mit Frau an, weil ich nicht mal ihren Namen weiß. Und wo der Autoschlüssel üblicherweise hängt, das weiß ich auch nicht. Beruhige dich, Winston. Du bist zurzeit ein weißer Mann in einem aufgeschlossenen europäischen Land. Du bist über die Maßen privilegiert. Es gibt keinen Anlass zur Panik. Ach je. Ich habe eine Idee. Es ist nur eine Idee, aber sie könnte klappen. Dann lass mal hören. Wenn wir in dieser Welt nicht die gewohnten Möglichkeiten haben, sollten wir mit den hiesigen Mitteln arbeiten. Das ist ein
Brillanter Ansatz, Ray. Was ist daran brillant? Ich weiß noch nicht. Lass Ray ausreden. Naja, wenn unsere Leben hier nur Illusionen in einer von Fans gebastelten Hörspielserie sind, vielleicht sollten wir dann selber eine Folge produzieren, in der genau das geschieht und in der wir am Ende auf einen Riss im Kontinuum stoßen, der uns zurückbringt. Das ist genialste Experimentaltheorie. Sie basiert auf überhaupt nichts, doch die anthropisch-chaotischen Grenzbedingungen könnten bei einem solchen Zugeständnis an diese Wirrwelt greifen und einen tatsächlichen Übergang in unser Universum ermöglichen. Oder wir brechen ins Kerncenter unter Bären ein und erzeugen selbst einen solchen Übergang. Ja, noch besser, deren Teilchenbeschleuniger in Stadtgröße steht zwar in keiner Relation zu denen, die ich, und das tragbar wohlgemerkt, schon vor Jahren als Protonenpäckchen ersonnen habe. Doch in der Not frisst der Teufel fliegen. Das halte ich aber für ganz blöd. Selbst wenn es uns gelingen würde. Anschließend stehen diese Leute, in denen wir gerade stecken, hinter den dicksten Anklagebänken und wissen nicht mal warum, während wir wieder längst im echten New York sind. Du hast so recht. Außerdem habe ich Sympathie für jemanden, der die Thundercats mag. Also wieder Plan A mit den Hörspielen. Ich weigere mich. Ich bin kein Schausteller wie der Komödiant, nach dem ich aussehe. Du musst aber doch nur dich spielen, Eden. Das ist ja das Tolle. Im Gegensatz zu diesen Leuten sind wir die echten Ghostbusters. Wir brauchen uns gar nicht vorstellen. Das ist gar nicht mal so verkehrt, Ray. Aber dann brauchen wir das ganze Team. Wir müssen die Sprecherin von Janine finden, den Sprecher von Peter. Die sind von diesem Fluch doch gar nicht betroffen. Die sind die, die sie immer sind. Die werden uns für bekloppt halten. Uns bleibt erstmal nichts anderes übrig. Ray, sieh doch mal im Internet nach, wo Venkman bzw. sein Sprecher wohnt. Gut, hier wohnt ein Tom Westerholt. Ist das unser Mann? Das hat den Anschein. Hallo? Sind Sie Tom Westerholt, Bürger? Ja, wieso? Moment, ich kenne euch doch von irgendwo. Wir sehen nur so aus. Ich bin Winston, das ist Egan und der hier ist Ray. Wir waren in Rays Buchladen, da hat einer einen Voodoo-Kopf oder so etwas gebracht und der hat uns in diese Realität gezaubert. Hier gibt es uns aber gar nicht, weil wir nur Hörspielfiguren sind. Und nun müssen wir einen Weg zurück in die echte Welt finden. Was? Ihr? Was mein nervöser Kollege zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass wir der Macht eines antiken Weltenwandlers unterliegen, der uns in diese fiktive Dimension transferiert hat. Sie sind der Sprecher von Peter und müssen uns jetzt dabei helfen, ein Hörspiel zu erstellen, um das Problem zu lösen. Ja, das ist doch super. Machen wir. Sonst noch was? Nein, das wäre dann alles. Ja, ich pack nur schnell eine Tasche. Okay. Vielleicht ist es eine Falle. Gut, also ich wäre dann soweit. Geht's los? Gehen wir's an. Auf! Wo wohnt denn dann die Janine-Sprecherin? Okay, also warum soll ich jetzt nach Sprechern für eure Hörspiele suchen? Ihr habt keinen eigenen Computer. Timo, wo ist dein Computer? Suchen Sie noch ein wenig weiter, Bianca Phil. Du machst das echt super, Egan. Sie hat gar nicht gemerkt, dass wir gar nicht die sind, nach denen wir aussehen. Ihr seid gar nicht Frodo und Jim Carrey. Was? Oh, so ist es. Stimmt doch, Timo, oder? Ich kann das nicht, Ray. Wir sind exorbitante Koryphäen. Wir sollten uns nicht verleugnen. Bianca Füll, ich bin Dr. Egan Spengler und dies hier ist Dr. Raymond Stantz. Ja, Mensch, Egan. Tja, aber wir sollten Bianca bei der Gelegenheit mal loben. Sie gibt die Janine nämlich richtig obertollig. Stimmt's? Diese Frau ist ein unfreiwilliges Schallmedium. Es bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als angemessen zu funktionieren. Habt ihr's bald? Ja, wieso? Also, ich habe hier was gefunden. Das ist so eine Art Sprecheragentur oder sowas. Ah, sieh eine an. Soundtales Productions. Davon habe ich schon gehört. Ausgezeichnet. Janine, nimm Kontakt zu ein paar dieser Gaukler auf und frage sie, ob sie Interesse haben. Informiere sie darüber, dass unsere Serie auf unheimlich erfolgreichen Kinofilmen basiert und eine Marke von Sony ist. Das ist ein dicker Konzern und das macht bestimmt Eindruck. Also, erstens bin ich nicht Janine und zweitens... Entschuldigen Sie, Bianca Phil. Naja, ein wenig stolz dürfen wir schon sein. Unsere Hörspiele sind schließlich die einzigen, die eine nachweislich reale alternative Welt porträtieren. Ja, sicher. Oh, da zieht was auf. Yay, jetzt Gewitter! Ich liebe Gewitter! Das sind doch keine normalen Donnerschläge. Leute! Frau Fühl, Tom, kommt raus! Das müsst ihr sehen! Und du bist jetzt auch der echte Winston, oder was? Oh ja! Und ich bin der echte Peter. Sie sind ein Schallmedium. Och. Angriff der Nerds! Angriff der Supernerds! Was ist das denn? Dunkelbedrohliche Nebelwolken? Höchstwahrscheinlich verursacht unsere Anwesenheit auf dieser Ebene ein Ungleichgewicht
das zu einer Geisterplage führt. Ich bin übrigens ein echtes Schallmedium, Bianca. Eine Katastrophe. Uns bleiben sicher nur 2 oder 3 Stunden, um den Vorgang umzukehren und in unsere Welt zu gelangen. Sonst ist alles verloren. Schnell, wir brauchen Mikrofone, Computer. Igen, schreib sofort eine Hörspielgeschichte. Ich habe noch eine Karte für die Lakers. Ich will die verdammt nochmal einlösen. Ich schreibe keine Geschichte. Wir sind doch nicht die Gebrüder Grimm. Schnell, Igen, da drin habe ich ein Headset gesehen. Vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig mit unserer Folge. Das ist der Smog über Frankfurt. Ach so? Ich hasse euch, Leute. Das ist ja eine seltsame Welt, die ihr hier habt. Ja, total seltsam. Junge, wir sind hier echt fehl am Platz. Wenn ich mir das so recht überlege, hätte ich lieber einen Kreuzaufriss ins Turtles-Universum. Also ich glaube euch, Leute. Ja, wieso eigentlich? Ich meine, das hat mich schon in Berlin überrascht, als wir dich abgeholt haben. Naja, ich habe das hier per E-Mail bekommen. Schaut mal drüber, ich habe es extra ausgedruckt. Ungeheuerlich. Ja, da steht's. Ungeheuer. Und jetzt steht da, was ich gerade sage. Sage. Wow. Es ist das Dialogbuch für diese Episode. Ich krieg die Dinger immer per Mail. Und dieses hier schreibt sich selbst, während wir hier reden. Jedes Wort, das wir sagen, erscheint unmittelbar auf dem Papier. Ich hab sowas echt noch nie gesehen. Aber deswegen wusste ich Bescheid. Ich hab die Folge gerade gelesen, als ihr vor der Tür standet. Ray Winston, Frau Füll, Herr Westerholt, das ist Björn. Internetstudien zufolge sind er und die Wenigkeit, in der ich stecke, befreundet. Er produziert Hörspiele und kann uns sicher helfen. Guten Tag, ich habe folgenden Plan. Perfekt, er hat schon einen Plan. Das ist ein Insider-Gag zwischen Timo und mir. Björn und das ich hier werfen sich offensichtlich irrelevante, aus dem Zusammenhang gerissene Sätze zu, um ihr Miteinander zu unterstreichen. Na gut, geht's denn los? Habt ihr ein Dialogbuch fertig? Das Skript, das Tom mitgebracht hat, das hilft uns leider nicht. Da steht nur drin, was gerade eben geschieht. Da Igen im Gegensatz zu seinem hiesigen Alter Ego kein Autor ist, haben wir ausführlichste Recherche betrieben. Wir haben uns die ganze Nacht unterschiedlichste Hörspiele angehört, um einen Sinn für dieses Medium zu bekommen und etwas zu improvisieren. Und da ihr, Tom und Bibi, schon mehr Erfahrung mit Hörspielsprechen habt, dachten wir, ihr könntet uns ebenfalls helfen. Präzise, gemeinsam werden wir das hinbekommen. Ah, ihr seid doch alle wahnsinnig. Vergiss das sich selbst schreibende Skript nicht. Na gut, zumindest ein grobes Exposé haben wir heute Nacht erarbeitet. Es ist nichts besonders Anspruchsvolles. Natürlich nicht. Igen. Aber da es euch ja nur darum geht, irgendein Hörspiel auf die Beine zu stellen, sollten wir das ganz schnell hinbekommen. Ich schalte einfach mal das Mikrofon an und ihr tut jetzt bitte so, als ob ihr einen Geist einfangt. Der öffnet dann aus Versehen ein Tor in unsere Dimension, in das ihr springt und aus dem ihr sofort wieder zurückkehrt. Es geht los, die Aufnahme läuft und bitte. Wir haben ihn gleich. Ray, ich brauche deine Unterstützung. Oh mein Gott, er öffnet ein Tor in eine andere Welt. Igen, Sultan, nimm doch was. Hallo? Macht ihr auch mit? Das ist lustig. Verzeihung. Andere Welt? So kann das doch gar nicht funktionieren. Wir befinden uns in derselben Welt. Es handelt sich nur um eine andere, universale Anordnung. Und mir ist es ein wenig peinlich. Das hören schließlich welche. Also ich will es nicht beschreien, aber ich habe das Gefühl, dass ihr hier noch eine Weile festsitzt. Reißt euch zusammen. Nun los doch. Wir versuchen es gleich noch einmal. Tom? Bibi? Ein Geist! Ray, hilf mir, ihn zu halten! Oh nein, er öffnet ein Tor in eine Art, andere Anordnung des Universums! Jetzt macht schon! Ja, das ist doch kein Ding! Winston ist hier, Freunde! Das mit der Anordnung wird dem Geist wenig nutzen! Wenig? Nicht wenig. Wenn wir hier lokal arbeiten, kann das doch nie was werden. Ich brauche korrektes Bühnendeutsch. Was? Wahrscheinlich ist es richtig, was er sagt, Winston. Immerhin arbeitet er professionell in diesem Bereich. Richtig, nicht richtig. Ja, wobei eine lokale sprachliche Lebendigkeit sicher dem unterbewusst wahrgenommenen Realismus des Endproduktes nicht abträglich ist. Gut, ich mach mal weiter. Oh nein, es zieht uns in das Portal in die Paralleldimension. Na sowas. Hier sind wir nur Hörspielfiguren. Kommt, wir springen schnell zurück. Uff, das war knapp. Alles ist wieder okay. Was denn? Haben wir es geschafft? Bin ich weiß oder dunkelhäutig? Mist. Das wird wohl noch eine Weile dauern. Jetzt warten wir schon seit 2 Wochen auf das fertige Hörspiel. Wie lange dieser Björn wohl noch braucht? Es müsste jeden Moment fertig werden. Wir haben vorhin telefoniert. Bis dahin können wir uns doch noch mehr von unseren eigenen Folgen anhören. Die sind echt gut.
Habt ihr gehört, wie echt sich der böse Mann anhört? Wow. Ja, ich kann Winstons Ungeduld nachvollziehen. Die Wohnung meines Wirtes hier ist ein einziger Hohn. Du müsstest dich doch hier richtig wohlfühlen, Negan. Alles da. PKE-Meter, Geisterfalle, Protonenpäckchen. Das sind alles Spielzeuge, Winston. Der von Ray und mir entworfene Neutronenbeschleuniger ist ein revolutionärer, grenzphysikalischer Schritt gewesen, wohingegen dieser da Licht machen kann. Naja, eine Taschenlampe ist doch auch was Feines. Es gibt paranormale Wesen, die sehr lichtscheu sind. Von daher erfüllt der Strahler sogar einen gewissen Zweck. Ich schlage vor, dass du nächstes Mal mit einer Kerze auf Geisterjagd gehst, Ray. Ich gehe schon. Hast du dir mal Gedanken über die Möglichkeit gemacht, dass wir hier für immer festsitzen könnten, Spanks? Nichts ist unmöglich, also kommen wir hier auch raus. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, die wir aber nicht finden? Das war Björn, er hat das Hörspiel vorbeigebracht. Ah, mir fällt ein Stein vom Herzen. Tja, nun ist es fertig. Und was machen wir nun? Wie können wir es sozusagen aktivieren, sodass es uns zurückbringt? Die anderen Hörspiele gibt es im Internet zum Download. Wenn wir das hier einfach hochladen, dann ist es offiziell erschienen und gültig und ich hoffe mal, das war's dann. Vage, aber nicht unbegründet, Winston. Leg die CD gleich ein. So. Ausgezeichnet. Jetzt dauert es nur noch ein paar Minuten, bis wieder alles in Ordnung ist. 20%? Mach schon. 40%? Ob wir uns die ein oder andere Folge von uns selbst mitnehmen sollten? 60%? Auf keinen Fall, Ray. Ich möchte niemals wieder an diesen Albtraum erinnert werden, in dem Plastikfiguren in Vitrinen eher nach mir aussehen als ich selbst. 80%? Es wird. 90%? New York, wir kommen! 100%, Upload abgeschlossen. Nenn mich Crusher, okay? Warum passiert eigentlich nichts? Vielleicht ist die Datei nicht richtig übertragen worden? Nein, sie ist online und kann abgerufen werden. Dann war alles umsonst. Unsere Theorie hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Nein. Ach, ich hätte es wissen müssen. Unter dimensional chaotischen Grenzbedingungen ist die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Universalanordnung zu erreichen, so groß wie die Wahrscheinlichkeit, jede andere oder auch diese hier aufzurufen. Womit es reiner Zufall wäre, hätte unser Gedankengang zum Erfolg geführt. Wir müssen eine andere Lösung finden. Und zwar schnell. Ich will nämlich nicht in die Waschstraße zurück. Vielleicht können wir mit unserem außerordentlichen physikalischen Wissen das Universum errechnen, das dem anthropologischen Prinzip zufolge in Größe und Expansion unserem bis aufs kleinste gleicht. Ja, vielleicht. Allerdings gibt es auch fundamentale Unterschiede zwischen unseren Welten. Wir müssten errechnen, welche Universen gleiche Ladungen in Elektronen und Protonen aufweisen, dabei aber die mikrodimensionalen Differenzen berücksichtigen, die zu unseren verschiedenen Existenzebenen in den verschiedenen Welten geführt haben. Ja, ich werde sofort die Gleichmäßigkeit dieser Konfiguration errechnen, Was? Ray, Egan und Winston sahen sich um. Dies war nicht mehr das Wohnzimmer, in dem sie gerade noch gestanden hatten, mit all seinen Geisterjäger-Plastikfigürchen und den Repliken ihrer Ausrüstungen. Stattdessen standen sie wieder in Rays okkultem Buchladen. Woher? Wieso? Huhu, Leute! Da seid ihr ja wieder! Peter und ich haben uns echt Sorgen gemacht, als ihr so mir nix, dir nix verschwunden seid. Lana? Peter? Lana hat mir erzählt, was passiert ist und dass es mit dem Schrumpfkopf da zu tun hat. Also habe ich mal draufgehauen und schon seid ihr wieder da. Das ist Wissenschaft. Das ist brillant, Peter. Beeindruckend. Super, tollig, spitze. Wir lieben dich. Ich bin wieder schwarz. Ja. Sie scheinen völlig normal zu sein, Lana. Guck mal, wie glücklich sie sich um den Hals fallen. Voll süß, oder?